Servus und willkommen zurück zur FOTS Amateur League. Wir sind mittlerweile in Runde 2, Match 2 und wir haben hier auf der linken Seite den Cannon Clan mit Ducky hier oben und hier unten ist der gute Dre. Und auf der rechten Seite haben wir das Team die Huggleslagmaten und hier haben wir Ackerfreak und hier unten ist Felix Wühlmaus. Und ganz ehrlich, wer ein bisschen eine Ahnung hat von Forts, der weiß, dass hier drüben ein Monster schlummert. Das sind zwei Spieler, die nicht nur öfter in den Top 20 waren. Wir haben hier mit Felix Wühlmaus und Ackerfreak auch zwei Veteranen, die das Spiel, glaube ich, länger spielen als jeder von uns Deutschen, die gerade YouTube-Content machen. Also die waren schon da, als Forts noch in den Kinderschuhen steckte. Und dementsprechend haben sie auch die Erfahrung. Allerdings hier beim Cannon Clan, wir sehen, er hat nochmal den Phantom Commander ausgepackt. Das heißt, vielleicht sehen wir hier nochmal zaghafte Versuche mit Cannon Magna. Aber guckt euch mal das Fort an. Wir haben hier 4 Minen, nicht eine Windturbine, aber die Tech. Und hier unten haben wir eine Windturbine, nur 3 Minen. Und hier drüben sehen wir 5 Minen und 4 mit Backturbines. Und hier Ackerfreak beginnt mit dem Sniper Harassment. Felix schließt sich an und die Windturbine, ja, die ist raus. Und wir kriegen sie unten mit bei den Ressourcen. Dre hat zwar die Ressourcen für die Windturbine wieder aufzubauen und für die nächste Mine. Aber man muss auch irgendwie mal Damage ins Feld kriegen. Beziehungsweise die Sniper hier von den beiden Contesten, weil diesen Architekt, die spielen jetzt ganz, ganz entspannt ihr Spiel runter. Gehen hier voll Economy, laufen hier langsam voll, gehen dann T2 und während die T2 baut, kriegen sie genug Ressourcen rein, um noch in Upgrade Center zu bauen, verkaufen die T1, gehen in die Upgrades oder bauen erst ihre Waffen und dann die Upgrades. So oder so, bei Team 2 laufen hier beide T2 Tags, oben die Fabrik, unten die Munitionskammer und bei Team 1, da läuft noch gar nichts. Allein der Sniper mit dieser riesigen Tür, die ist weder versteckt noch gut gemacht, also das ist für die beiden Herren hier auf der rechten Seite ein gefundenes Fressen. Und ja, das ist die leichteste Übung, das krieg selbst ich hin mit meinem inaktiven Sniper und meinem Rentner-Skill, die Tür zu treffen. Also für den Cannon Clan Hut ab, dass ihr es probiert, aber euer Gegner hier auf der rechten Seite ist einfach ein Monster vor dem Herrn, also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, außer wenn hier Ackerfreak irgendwie unglücklich kollabiert, hier mit der Buzzsaw veraimt, wollt ihr die große Box wahrscheinlich rausschneiden und wir sehen es hier, kommt jetzt die T2 bei Dre und auch bei Ducky. Aber was auffällt, Ducky hat nicht eine Windturbine und Dre, ja, der hat eine, aber die wurde ihm gerade weggesägt. Das heißt, alle Vorteile sind hier aktuell auf der Seite von Team 2. Und ja, was soll ich sagen? Das Game ist quasi jetzt schon entschieden, also die Runde hier, weil die zwei, wir sehen hier, ist das ganze Setup für ein Howie, die T2 ist ready und wir warten hier unten quasi nur noch darauf, dass genug Ressourcen drin sind. Ja, die Backturbine ist gut gedacht, Tritsch aber sehr, sehr traurig. Aber hier hinten kommt höchstwahrscheinlich gleich noch ein Howie rein und der wird böse. Bei Ackerfreak läuft hier sogar schon der Plasma Beam. Rein theoretisch kann man es hier oben noch absägen, wenn man eine Buzzsaw hat, aber die beiden Herren hier auf der linken Seite, die haben nicht mal Windturbinen, also wird schwierig, aber hier kommt die Buzzsaw und die ist interessanterweise verkehrt rumgebaut. Wir sehen hier oben bei Ducky auch ganz, ganz viele Seile und ja, die 4 Nodes, das ist so viel Metall, was einfach weg ist für eine Windturbine. Also das ist jetzt nicht ganz so das Gelbe vom Ei, will ich behaupten. Aber die Buzzsaw hier von Dre, die könnte hier oben bei Ackerfreak angesetzt immer noch die Laser zum Runterstürzen bringen. Und hier sind es 2 Firebeams und ein Plasmabeam. Das könnte vielleicht genug Damage sein, damit die Batterie unterm Chor von Felix sagt, ich verabschiede mich. Und eventuell den Chor sogar mitnimmt, weil rein theoretisch, wenn das ein bisschen schwingt, da ist noch, da sind 2 Batterien, oder das könnte gut Schaden machen. Und da ist die Buzzsaw jetzt und du
Du musst nur hier reintreffen. Ah, und er schießt zu hoch. Da ist jetzt genug Woodspam und bei Architect, ihr wisst's, die Gude hat kein Problem damit, irgendwie Holz vorzuklatschen. Und jetzt ist hier safe, jetzt kommen da Sandsäcke rein, höchstwahrscheinlich. Ja, das sind die Sandsäcke. Da ist jetzt alles im Lot. Jetzt kommen die Türen bei Ackerfreak rein. Und die Bastor ist wieder falsch rum geplaced und die Cannon ist auch falsch rum geplaced. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Das ist quasi wurscht, wie rum die Waffen im Fort stehen und gedeckt gebaut werden, weil man muss die eh nochmal umplatzieren. Hier, dieser kleinen schmalen Aufgang habe ich früher auch gebaut, ist aber alles andere als gut und halt null belastbar. Das ist schon wieder eine strukturelle Schwäche im Fort Contray, genauso wie diese große Box hier vorne. Jetzt kommt hier wilder Woodspam auf der Seite von Team 2. Das da ist, na, vernünftiger. Aber hier kommt Firebeam. Und jetzt, wenn der Plasma von Ackerfreak nachkommt, ist der Core Geschichte. Oh, nee. Er hat genial geaimt. Hat den Core nur abgesägt. Und der Core von Ducky nimmt den von Trey mit. Und ja, das war jetzt nach 6 Minuten heißt es GG für Team 2. Ich würde sagen, wir gehen einfach straight up weiter ins nächste Game. So, und da sind wir in Runde 2. Einmal haben die Teams die Seiten getauscht. Das heißt, Haggerslag Martin sind jetzt hier links und der Cannon Clan ist hier rechts. Ackerfreak unten, Felix oben, Trey unten, Ducky oben. Ich mache das nochmal aus. Und ihr seht auch unten die Commander. Der Cannon Clan probiert es hier nochmal mit dem Phantom Commander. Ich kann den Pick nachvollziehen. Ich spiele die gute Dame auch sehr gern, weil es ermöglicht einem sehr, sehr viele Plays, die mit normalen Commandern eben nicht möglich wären. Und auch im 2v2. Man kann hier, wie es auch Finn und Ambu schon gezeigt haben, überraschend mit schweren Mörsern der eine und der andere mit Smokes von 0 auf 100 in unscheinbares Fort zu einem richtigen Killer machen, wenn man die Koordination, die APM und die Erfahrung hat. Und hier, na, ich würde sagen, Phantom ist vielleicht ein Pick, der für Cannon Clan noch ein bisschen zu, ich sag mal, fortgeschritten ist, weil die gute Dame will doch Verständnis von Forts. Und das sieht hier, allein mit diesen drei Nodes hier und der direkten Verbindung, keine Windturbine, schwierig aus. Hier unten haben wir dafür mehr Windturbinen und, oh, schön, wir haben hier oben den ersten Core-Swing von Felix gesehen, hier in dem Turnier, generell in der Veranstaltung von der Forts Amateur League. Und schön von hier vorne den Core um die Kugel nach hinten, ne? Und das wird verdammt schwer anzugreifen. Ackerfreak baut sich auch gerade ab. Und ja, mal gucken. Baut sich hier ab. Wenn er den Core catchen kann, ist gut. Wenn nicht, ist GG. Er kann catchen und, no, hängt sogar gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier, der Sniper ist gerade im Aufbau. Jetzt muss Ackerfreak gucken, dass er den Core stabilisiert kriegt. Klappt hier. Jetzt muss er nach unten bauen. Weil, der Sniper hat keinen Winkel. Aber der ist gleich ready und der kann mal hier einen Gruß schicken. Jetzt direkt müsste Trader schon reinhalten. Und genau jetzt hier. Aber Ackerfreak ist schon dabei, hier Woodspam vorzubauen. Und Trey, ja, hat leider zwei Schuss, die er hatte, zweimal zu tief gesammelt. Das war jetzt nicht so prickelnd. Und wir sehen hier oben bei Felix, da läuft schon die T2 und die sind Eagle Eye. Das heißt, Cannons, Howies oder was auch immer da kommt, Nukes, Plasma, Schwarmraketen, schwere Mörser, normale Rockets, alles lädt durch und ist dann quasi mit einem zweiten Schuss sofort einsatzbereit. Und das ist, ja, mehr als nur unangenehm und sehr, sehr viel Feuerkraft. Hier Ducky, schön, sieht die offenen Minen und agiert hier auch endlich mal als aktiver Part. Stört hier Ackerfreak dabei, sich in Ruhe aufzubauen, aber der hat hier schön Woodspam vor seinem Core, der ist erstmal stabil und solide. Hier mit der Buster von Trey mit einem weiteren Sniper. Ich verstehe die Idee. Aber leider, ja, da würde selbst die Buster von Scattershot sagen, lass mal gut sein. Hier kommt die Fabrik jetzt von Ackerfreak und bei Felix, ja, da ist die T2 zu drei Vierteln durch, während hier auf der rechten Seite, hier kommt die Werkstatt mit Upgrade Center. Und hier ist halt nur die Werkstatt. Ja, jetzt ist es halt, hier kommen Gunner bei Felix. Ich wollte gerade sagen, wenn man die Kombi so schön frei sieht, Werkstatt,
und Upgrade Center. Da kann man damit rechnen, dass Swarms, Nukes oder Mörser geflogen kommen. Auf jeden Fall alles Sachen, für die man am besten Gunner hat. Und ja, hier sind sie auch schon, 5 kleine Gunner. Sorgen dafür, dass der Luftraum frei bleibt, unabhängig davon, was Trey geplant hatte. Aber Felix hat ja schon die Initiative ergriffen und Anti-Air ins Feld gezogen. Ducky verliert hier jetzt... Ne, das hier ist Trey. Trey verliert jetzt hier seinen Sniper und seine Gunner. Und Ducky hier oben, der muss mal irgendwas machen, um seinen Mate zu unterstützen. Der baut sich hier ganz in Ruhe auf. Und Trey, der probiert wenigstens da unten irgendwie Ackerfreak zu belästigen, zu bedrängen. Aber ja, leider nicht sehr erfolgreich. Wir haben hier die T2 von Trey, aber leider nur 3 Minen und eine 4. wird er nie hinpassen, weil hier das Erzlager so bescheiden geplaced wurde, dass da die Mine niemals reinpasst. Bei Ducky, da haben wir 4 Minen, das passt, aber wir sehen es auch von den Ressourcen. Das ist nicht wirklich gut gehaushaltet. Wir haben hier oben noch 3 Minen. Kein Mensch weiß, warum Ducky 4 Minen braucht, wenn er keine Waffe hat, die schießen kann. Hier Ackerfreak, ja, zieht mit Anti-Air nach. Schön gut geplaced. Die sind hier hinter der Kugel sicher. Ich würde hier noch nach unten einen Node machen und die nach oben ziehen. Einfach für die Möglichkeit, dass wenn hier abgesägt wird, dass halt hier alles abschmiert. Oh, und hier Trey hier mit riesigen schräg verlaufenden Türen. Ich glaube, noch teurer kann eine Tür nicht sein. Das sind, glaube ich, 320, 330 Metall. Also, wenn ihr schon große Türen baut, weil ihr sagt, ich will keine Tiny Doors, ich spiele 20s oder ich bin neu, dann baut die bitte wenigstens gerade, weil da kosten die weniger Metall wie schräg. Nur so als Hinweis auch für die ganzen Neuen, baut das Ding lieber gerade nach unten wie schräg, weil das kostet einfach mehr Geld. Und hier noch ein Sniper im Aufbau und 2 Buzzsaws von Trey. Ich glaube, der hat sich hier zum Ziel gesetzt, ja, Ackerfreak hier rauszusägen, aber da sind 2 Firebeams bei Ackerfreak am Start. Hier kommt nichts und hier sind die ersten Swarms ready von Ducky. Hat auch hier 4 Windturbinen am Start, aber das war's. Während hier bei Felix die erste Cannon schon ready ist quasi, also jetzt ready ist und ihre zweite Kugel schon nachlädt und die zweite Cannon ist im Aufbau. Also ja, hier kommt der erste zaghafte Versuch von Ducky und er upgradet hier auch alle 4 Minen auf einmal. Das heißt, er hat gerade quasi kein wirkliches Metalleinkommen und hier für die Gunner gar kein Problem. Und das habe ich gemeint. Aufgrund der fehlenden Verbindung nach hier unten konnte Trey das Ganze einfach ganz easy wegsägen. Und das hat jetzt Ackerfreak gemerkt, weil die Anti-Air war gut gedacht, aber leider schlecht installiert. Jetzt macht das besser. Node hier oben, Node hier unten. Das heißt, wenn ihr hier Gunner draufsetzt, hält die Node hier oben das ganze Konstrukt dort, wo es hingehört. Aber das war ein schöner Zug von Trey hier. Hat hier, ich würde jetzt nicht sagen, Druck weggenommen, aber er hat Ackerfreak gezeigt, dass auf der anderen Seite jemand ist, der mitspielt. Und hier bei Felix, der hat jetzt hier gleich 4 Cannon Shots. Die Cannons sind durchgeladen und die haben auch hier dieses Laservisier von Adlerauge. Bei Cannons bin ich da nicht so der Fan von. Bei Snipern, ja, ist eine geile Sache. Bei Cannons, ich weiß es nicht. Man kriegt mit der Zeit ein Gefühl, wie man aimen muss. Also von daher, ich bräuchte das nicht. Und hier kommen jetzt Türen vor die Gunner. Ich weiß jetzt nicht warum. Wirklich krasse Sniper-Action von Team 2 kam jetzt nicht. Vielleicht einfach, um gegen die Swarms zu schützen. Und da oben kommen noch viel, viel mehr Gunner. Ducky schickt den nächsten Gruß. Trey wird hier unten mit dem Firebeam malträtiert. Und eine ganz, ganz kleine Swarm kommt durch. Felix mit dem ersten Cannonshot straight up zum Chor. Den zweiten direkt hinterher. Und oh, jetzt heißt es schon hier. Ducky geht nach Hause nach nur, in Anführungsstrichen, 4 Cannon-Shots. Und hier Ackerfreak mit 2 Firebeams. Ja, holt hier die Cannon raus, die Trey installiert hat. Hier ist noch eine 20 wieder verkehrt rum aufgebaut. Das könnte so das Markenzeichen vom Cannon-Clan sein. Und jetzt hier, Trey hat eine sehr, sehr harte Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob Felix überhaupt mit den Cannons einen Winkel hat. Aber es ist vollkommen egal. Ihr seht, der Chor heult. Oh, hier geht die Batterie sogar noch raus. 16% hat der Chor noch und die Firebeams, ja, die freuen sich einen Ast ab. Hier ist ein Sniper am Start, unten wie oben, klar, ist Adlerauge. Gunner
und die Canon, die hat keinen Winkel. Also egal, was Ducky probiert. Und noch, ja, Sniper-Duell kann er knicken. Und hier werden alle Sniper gruppiert. Felix und Ackerfreak sind auf den Snipern jeweils drauf. Und ja, es kommt die Aktive von Adlerauge. Das heißt, die Sniper haben Explosivmunition. Und jetzt wird hier ja, mit der Aktiven mal gearbeitet. Das ist eine Art und Weise, wie man es verwenden kann. War jetzt in Ordnung. Aber hat dafür gesorgt, dass die Firebeams nochmal durchkommen. Und hier heißt es GG. Die Huggeslag-Marten gewinnen hier sehr, sehr souverän. Ihre zweite Runde, ihr zweites Match in dem Turnier und marschieren einfach weiter und beim Kennenklären. Ja, gut gedacht, aber viel Glück beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, für euch, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.